Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Brandstedt-Karte. Wieder in der Open-Beta-Version 1.0.3, Open-Beta 4 und Atemschutzlogik natürlich aktiviert wieder und Brandausbreitungsstufe ist wieder auf Stufe 7, genau. Und wir haben gerade einen Einsatz reinbekommen, TH0, festsitzender Aufzug. Das heißt, wir werden uns schnellstmöglich mal hier hinbegeben. Und wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Wo ist denn hier der Eingang? Es gibt keinen. Na gut, ich werde einfach mal die Feuerwehr hinschicken. Die sollen mal einen Eingang suchen, vielleicht finden sie da irgendwas. Ich bin gerade überlegen, was schicken wir hin? Rüstwagen hinschicken ist wahrscheinlich wieder zu wenig Personal. GW Tech vielleicht rausschicken oder sowas in der Art? Oder einfach nur ein HLF? Wir könnten theoretisch auch einfach mal so eine festsitzenden Aufzug, ein HLF rausschicken. Aber andererseits, das GW Tech haben wir halt selten im Einsatz. Komm, nehmen wir. Ist ja direkt eigentlich nebenan. Genau. Machen wir es so. Sollen die einfach rübergefahren kommen? Weil hier ist nämlich die Wache. Haben sehr weite Einsatzfahrt auf jeden Fall. Ich denke mal, die werden da schon einen Eingang finden in das Gebäude. Wahrscheinlich aber direkt auf der anderen Seite. Aber ich sehe da keinen. Also da ist auf jeden Fall nichts. Da wären, glaube ich, zwei Türen. Vielleicht, hier wäre vielleicht auch eine Tür. Ja, die werden schon reinfinden, ganz sicher. Ja, das heißt jetzt abwarten, bis die ausrücken mit dem GB-Tech und dann ja, können sie sich da ganz schnell drum kümmern. Ich will ja versuchen, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt gehabt, den Rüstwagen auch ein bisschen mehr einzubinden und ich wollte auch eigentlich, aber da kam ein Einsatz rein, die Polizei schon mal auf Streife schicken. Das hatte ich ja damals schon mal gemacht, habe es zwischendrin mal in der einen oder anderen Folge gemacht. Das werde ich auf jeden Fall auch noch gleich machen, dass ich die Polizei da losschicke. Es ist einfach, wir haben halt hier oben wirklich ein Gebiet, es dauert lange, bis die Polizei da ist. Und deswegen, wenn wir hier vielleicht den einen oder anderen Streifenwagen schon mal auf die Straße schicken, sind wir einfach viel schneller vor Ort, wenn wir Glück haben. Oh, wunderbar geparkt. Ja, geil. Passt schon. Die sollen dann losfahren, dann kann ich die direkt losschicken, genau. So, haben wir die drei auf jeden Fall unterwegs. Dann, ich würde auch von der Polizeiwache das ein oder andere Fahrzeug losschicken. Je mehr wir unterwegs haben, desto leichter ist es am Ende für uns. So, schicken wir hier nochmal zwei los. Einmal den, wahrscheinlich einmal den oder einmal den. Nee, der ist es. Sogar ganz anders. Okay, also die zwei schicken wir los. Und ich würde auch hier unten beim Bahnhof, glaube ich mal, das ein oder andere Fahrzeug losschicken. Schadet ja nicht. Wir haben ja trotzdem dann noch ein Fahrzeug hier. Wenn wir eins losschicken, ist noch eins vor Ort. Und wir haben auch hier drüben noch Fahrzeuge stehen, also das schadet überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So. Somit haben wir auf jeden Fall genug Polizei unterwegs. Und das klingt schon mal sehr arg nach Rettungsdienst. Aber ich denke mal, die Feuerwehr wird hier auch schon da sein. Die haben ja keine weitere Einsatzfahrt gehabt. Die waren ja direkt nebenan. Gut. Ihr alle einmal Eingang suchen in das Gebäude. Okay, ich glaube, es ist wirklich die Tür hier. Ja, da haben wir ja fast gut geparkt. Aber ich würde, um nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen, glaube ich, hier Blaulicht mal ausschalten. Genau. So. Dann sind da alle drinne. Die flexen da jetzt ein bisschen rum. Soweit, so gut. So, hier machen wir es so. Die sind eigentlich auch sehr gut erkenntlich dort, aber ich glaube, das NEF hat keinen Heckwarner, oder? Hat sogar, dann können wir auch das Blaulicht ausmachen. Sogar an der Kofferraumklappe Heckwarner dran. Perfekt. Weil die an Blaulichtbalken sieht man ja so ein bisschen schlecht. Aber hier mit Heckklappe, wunderbar. So, wir haben hier Nachalarmierung reingekriegt beim Aufzug. Das heißt, wir brauchen hier noch einen Rettungswagen. Die haben es aber auch nicht weit. Die sind auch ziemlich nebenan. So, parkt einfach mal so. Hier, Rettungswache 4. Ist auch ziemlich direkt nebenan. Da sind wir schon. Ist nicht ganz so weit. Können wir gerade einfach mal zugucken, wie der ausrückt. So. Wir haben ja gerade nicht wirklich viel zu tun. Hypertensive Krise, ist der Notarzt schon dran. Müssen wir nur noch warten, bis das Symbol quasi grün wird, dann können wir da aufladen. Und ansonsten, ja, Aufzug geht ja auch nicht weiter, bis der Rettungswagen nicht da ist. Also, bis der Rettungswagen dann da ist, dann geht's weiter.
Okay, wir hören immer noch die Flex. Ich wollte den eigentlich nochmal ein bisschen umparken, weil ich die Parkposition total merkwürdig fand. So, dann passt nämlich wirklich, wenn er hier reingefahren ist. Die Position sieht schon realistischer aus, als wenn er direkt hier hinter dem Kübel dran steht. So, einen wahrscheinlich wieder so reinschicken, einen wieder mit Drage. Genau, einen Sanitäter so ins Gebäude schicken und einen Sanitäter mit Drage. Jawohl. Dann sind die auf dem Weg. Blaulicht würde ich auch mal ausmachen. Brauchen wir auch nicht. Ja, Heck war da von mir aus. Normales Licht können wir aber ausschalten. Genauso wie hier eigentlich. Warnblinker lassen wir an. Genau. Das wäre eigentlich ein voll cooles Bild, wenn das Gebäude eingeblendet werden würde. Wenn ich aber das Gebäude gar nicht drauf abbilde, sondern mache einfach nur so ein Bild. Trick 17. Und wir dann vielleicht doch nochmal das Blaulicht anmachen. Bei beiden. Dann könnte das ein cooles Bild werden. Ja, ich muss auch endlich mal anfangen, von Emergency die coolsten Bilder als Screenshots zur Verfügung zu stellen für die Premium-Kanalmitglieder. Hatte ich ja angefangen von diversen Spielen, die quasi abrufbar zu machen für die Kanalmitglieder, für die Premium-Kanalmitglieder. So als kleines Dankeschön. Wenn ich schon immer so viele Bilder mache, dann sollen die auch ein bisschen gesehen werden. Ist doch ganz cool, wenn da der eine oder andere es vielleicht dann als Desktop-Hintergrund oder so verwendet. Würde ich ganz cool finden. So. Oder sich halt einfach nur anguckt. Genau. So, da haben wir den Einsatz soweit abgeschlossen. Personen sind alle draußen aus dem Gebäude. Die können wegfahren, die können wegfahren. Somit ist das fertig und der Einsatz ist auch soweit fertig. Der kann ja auch schon mal die Tasche ablegen und einsteigen. Okay, startklar. Die sind startklar. Okay, abgeschlossen. Eigentlich auch abgeschlossen. Genau, der steigt jetzt noch ein. Der Notarzt ist schon drin, hoffentlich. Genau, der ist schon drin. Dann können die auch direkt los. Blaulicht an, genau. Jawohl. Okay. Neuer Einsatz, neues Glück. TH1, VU-Fußgänger. Oh, der liegt ja wirklich noch wunderbar drunter. Das sieht schmerzhaft aus. Ich schicke mal die Polizei los und wir brauchen auf jeden Fall... wo sind wir denn da? Okay, Rettungswagen und NEF schicken wir so los. Wir haben eine Zeugin und Feuerwehr brauchen wir, glaube ich, nicht, oder? Glaube nicht. Dürfte eigentlich keiner mehr eingeschlossen sein, wenn ich richtig sehe. Unfallstelle reinigen. Ah, wir brauchen eher, okay, Stadtreinigung. SR. Stadtreinigung kommt auch. Und da kommt schon die Polizei. Die waren wahrscheinlich gerade in der Nähe auf Streife. Wunderbar. Dann befragt man die Zeugin. Könnt schon mal einen Abschlepper rufen. Der kann ja auch schon mal sich auf den Weg machen. Kann gerade mal die Abbiegespur hier blockieren. Da wäre sogar jetzt ein weiterer Streifenwagen noch in der Nähe. Auch nicht schlecht. Und wir können ja hier schon mal uns die Sache angucken. Beziehungsweise eigentlich wäre es erst mal schöner, wenn wir uns um die Person unter dem Fahrzeug kümmern würden. Das wäre gar nicht so verkehrt. Ich denke mal, der Rettungsdienst wird auch gleich ankommen. Kommt aus der Wache 4. Die ist dann wieder ganz schön gut unterwegs, gerade zu Beginn. Ja, die ist ja sowieso meistens komplett am Rollen. Okay, der Polizist hat das kleine Kindchen jetzt auf die andere Seite vom Fahrzeug geschliffen und unter den Reifen platziert. Anscheinend waren die Verletzungen noch zu gering. So, die Fahrerin läuft jetzt weg. NEF ist da. Was haben wir für eine Verletzung? Polytrauma, okay. Die Person, die Fahrerin, blockiert jetzt erstmal den Rettungswagen. Sehr schön. Denn der Rettungswagen parkt wieder total wunderbar. Gut, dann stell dich halt so hin. Stadtreinigung wäre auch vor Ort. Dann könnt ihr ja das Fahrrad schon mal mitnehmen. Wenn sie es könnten. Die können aber nicht. RD. Achso, ich hab's ja noch nicht untersucht. Ich hab ja den Polizisten, der das eigentlich untersuchen sollte, dann nochmal umgelenkt. Der hat sich ja dann erstmal um die verletzte Person gekümmert. Alles klar. Also, gleich können sie es. Gleich können sie es aufnehmen. Gut, Kreislaufkollaps.
So. Polizist hat, glaube ich, jetzt untersucht. Genau, dann können wir das Fahrrad jetzt aufnehmen. Da ist die Straßenreinigung schon mal beendet. Der Abschlepper ist noch auf dem Weg. Kann aber auch schon mal sich direkt da um das Fahrzeug kümmern. Und die Polizei können wir auch wieder losschicken. Wir sind ja in wenigen Sekunden hier wieder weg komplett. Notarzt kann auch schon mal die Tasche ablegen. Der darf nämlich mitfahren. Stadtreinigung kann auch schon wieder weg. So, Straße ist gleich frei. Wahrscheinlich bis er sich hier freigeruckelt hat, ist die Straße schon wieder frei. Ja, genau. So, Patient ist aufgenommen. Rettungswagen wird startklar gemacht. Stadtreinigung fährt davon. Und gut. Genau, die fahren jetzt direkt los. Blaulicht an, die sind weg. Unfall ist also abgeschlossen. Also nicht abgeschlossen, wir brauchen noch den Abschlepper, aber das dauert noch ein bisschen, glaube ich, bis der da ist. So, wie sieht's hier aus? Rettungswagen ist auf dem Weg, kommt aus der Berufsfeuerwache 2. Kommt aber jetzt gerade in diesem Moment hier an. Blaulicht aus, Heckwarne an. Wie sieht's aus, Abschlepper? Nö. Kommt aber langsam angefahren. Hier oben ist er. Kämpft sich den Weg frei, ist ein bisschen Rückstau. Na gut. Ich würde sagen, wir können einen weiteren Einsatz auslösen. Ein Mord. Gut. Mord. Mord heißt, wir brauchen einen Streifenwagen, wir brauchen einen NEF und Bestatter rufen wir dann, wenn wir hier angekommen sind. So, wir parken einfach mal hier so in der Kreuzung. Im Vergnügungsviertel, oder? Jawohl. Jawohl. Okay, die Polizei ist auch gleich schon wieder vor Ort wahrscheinlich. Genau, die müssen ja hier durch den Parkplatz quasi durch. Oder, ja, ist ja kein Parkplatz an sich. Oder bin ich da jetzt falsch, ja? Verwirrend. Ah nee, der fährt hier durch Streife. Wollte gerade schon sagen. Das ist gar nicht der, der auf dem Weg ist dahin. Gut, Abschlepper war da, hat abgeschleppt. Macht sich jetzt auf dem Weg zurück. Somit, jetzt ist der Einsatz abgeschlossen komplett. Die laden noch auf. Dann ist der auch fertig. Und hier warten wir jetzt, wie gesagt, bis die Polizei da ist und bis der Notarzt da ist. Die Polizei müsste aber jetzt in wenigen Sekunden da sein. Man sieht sie schon auf der Minimap. So, Heckwarner noch an, dann stehen wir hier ganz gut. Könnt ihr mal hinterrennen. Und das NEF wollte ich, glaube ich, noch mal ein bisschen umparken. Irgendwie ist mir es lieber, wenn die hier stehen bleiben, als so mitten in der Kurve. Oh, macht jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied vom Laufen her. So, Blaulicht aus. Heckwarner an. Rennt er rein. Er geht mal lieber auf den Bürgersteig, bevor er noch überfahren wird. Und ja, Bestatter. Bestatter wollte ich eigentlich hier über ihn rufen, aber ich mache das immer falsch. Normalerweise, wenn man dich reinschickt, dann kommt, dann wählt dann automatisch das Spiel quasi den nächsten gelegenen Bestatter aus, soweit ich weiß. Aber ist egal, wir schicken einfach einen her. Wir haben ja Zeit. So. Können aber, weil wir nichts zu tun haben, den nächsten Einsatz auslösen. B1, Pkw-Brand. Okay, Pkw-Brand. Endlich mal noch mal was für die Feuerwehr hier. So, kommt. Ist auf dem Weg. Wir haben hier einen Gastank. Das ist natürlich gefährlich. Ansonsten nur ein Fahrzeug, was am Brennen ist. Wir haben aber keine Person eingeschlossen drin. Das heißt, wir können einfach nur ablöschen, Abschlepper rufen und gut ist. Ich würde jetzt hier einfach mal hier einen Abschlepper losschicken. Ich weiß jetzt nicht, wer hier am nächsten dran ist. Kann sein, dass es der ABS ist. Ist aber auch wurscht. Bis die Feuerwehr da ist und es abgelöscht ist, ist der wahrscheinlich auch da. Gut. Wie sieht's hier aus? Sie sind auf dem Weg ins Krankenhaus, somit abgeschlossen. Da warten wir auf den Bestatter. Ist auch nichts weiter zu tun. Hier haben wir nur den Pkw-Brand. Ist eigentlich auch nichts weiter zu tun, aber wir wollen ja ein bisschen auch zuschauen, was die Feuerwehr so macht. Ich weiß nicht, von welcher Wache die kommen. Von hier unten. Hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. Da steht das Fahrzeug schon.
Blaulicht an und los geht es so langsam. Ich mache das irgendwie total gerne, dass ich einfach nur mit den Fahrzeugen mitfahre. Ich finde das irgendwie cool. Wäre doch cool, wenn man irgendwie das Horn durchhalten könnte. Wäre eine coole Spielerei, aber ich meine, ich finde es so schon cool genug. Und wir sind da. Das heißt, wir lassen die Leute jetzt gerade mal umziehen. Wobei eigentlich... Nee, komm, braucht ihr gar nicht. Rauch zieht nach oben, ist gerade nicht so wild hier. Bevor ihr mir noch umkippt wegen der Luft, machen wir es lieber so. Verteiler dorthin. Man muss ja nicht ganz so nah ans Fahrzeug ran. Haben wir irgendwo einen Hydranten? Ganz da hinten? Das ist fies. Das ist fies. Gut, also wir erreichen keinen Hydranten von hier aus. Na gut, da muss halt... der Tank herhalten. Mittlerweile brennt auch schon das Gebüsch hier vorne. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin mir überlegen, ob wir nochmal ein zweites Fahrzeug rufen, damit wir so eine Löschwasserversorgungskette herstellen könnten. Aber andererseits wäre es auch voll übertrieben. So, du fährst gerade mal ein bisschen weiter nach vorne, weil da ist es immer noch ein bisschen am Brennen. Kannst ja so halb in die Einfahrt reinstellen. Wie sieht's hier aus? Bestatter ist immer noch auf dem Weg. Kommt aber gerade an. Ja, wunderbar. Hat ganz schön Affenzahn drauf hier, ja. Jetzt ist er langsamer. Wir haben ausgebremst. Gut. Dann, Feuer ist gelöscht. Haben jetzt nicht ganz so viel Wasser verloren. Ist okay. Packt zusammen. Packt zusammen. Gut. Dann, da sind wir dran. Kann sein, dass wir da gleich nochmal eine Nachalarmierung reinkriegen. Das haben wir soweit erledigt. Können wir schon mal zumachen. Abschlepper nimmt gerade das Fahrzeug auf. Geht gleich noch darum, das Fahrzeug wegzuschicken. B0 Kleinbrand. Oh, wieder ein Feld. Wieder ein Feld. Da schicken wir hier das LF raus von der Berufsfeuerwache 02. Ich denke mal, das eine Fahrzeug wird reichen. Sehen wir dann gleich. Und hier nochmal eine Nachalarmierung. Und das können wir erstmal wegschicken. Da haben wir das nämlich abgeschlossen komplett. Gut. Okay, Nachalarmierung. Zwei weitere Streifenwagen können sich eigentlich gerade hier mal hinten anstellen. So. Dann haben wir hier genug Action bei dem Mord. Und hier Kleinbrand. Ja, Feuerwehr rückt schon aus. Berufsfeuerwache natürlich ist ein bisschen schneller. Sind ja natürlich vor Ort schon. Also sind ja schon bei der Feuerwache. Nur mal ins Fahrzeug reinspringen und los geht's. Wobei ich das auch immer krass finde, wie schnell das dann geht. Gerade da am Essen kochen ist und auf einmal zwei Sekunden später sind sie schon im Fahrzeug und fahren los. Und da sind wir auch schon da. Da ist das Feld, was am Brennen ist. Ah, ist nicht ganz so wild. Ist nicht ganz so wild. Ah, komm, Atemschutz brauchen wir ja auch nicht. Ist ein Acker. Genug frische Luft außenrum. Passt schon. Ja, ich weiß nur nicht, ob die von hier da drankommen, aber ich denke schon. Ich denke schon. Mache noch den Heckwarner an. Wir stehen halt ungünstig in der Kurve, aber andererseits, das ist ein großes Feuerwehrfahrzeug. Das sieht man. Hier fährt gerade die Polizei vorbei im Hintergrund. Da sind sie. Rein mit euch. Rein mit euch. Da weiß man immer dann als Nachbar, wenn sowas mal sein sollte, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn erst der Streifenwagen ohne Blaulicht da steht, dann steht der Notarzt da ohne Blaulicht, der Bestatter steht da und plötzlich kommen noch zwei weitere Streifenwagen mit Blaulicht angerast und bleiben mit Blaulicht stehen. Da weiß man genau, dass da irgendwas nicht gestimmt hat in dem, bei dem Todesfall. Und wahrscheinlich der Täter noch vor Ort ist.
Gut. Das läuft und das läuft. Ich kann auch gerne nochmal ein Bild machen, ehrlich gesagt. Wobei, ne, ja, blauer Hintergrund wieder. Blauer Hintergrund, ich bin raus. Okay. Ja, wer hat jetzt die Person festgenommen? Wart ihr das? Nee? Dann könnt ihr auch auf Streife gehen, theoretisch. Wart ihr das? Ihr habt auch niemanden festgenommen? Dann könnt ihr theoretisch auch auf Streife gehen. Dann wart ihr das. Ihr habt die Person festgenommen, genau. Ja, die ermordete Person bringen wir auch mal weg. Der Notarzt kann wieder zurück zur Wache fahren. Und gut ist, dann haben wir das auch komplett abgeschlossen. Außer, ich muss die Tür noch verschließen. Ich vergesse immer, die Tür abzuschließen bei dem Einsatz. Komm, ich brauche noch mal jemanden. Ja, Rückwärtsgang rein, Blaulicht an. Wie cool. Fahren jetzt im Rückwärtsgang dahin. Genau, kannst du mal hier stehen bleiben. Tür muss nochmal abgeschlossen werden. Theoretisch könnte man auch hinterfahren hier, glaube ich. Platz wäre theoretisch genug. So, einer nochmal Tür abschließen. Ah, da fahren die von dem Bahnhof, von der Polizei. Cool. Direkt am anderen Ende der Maps sind die auf Streife unterwegs. Ja, und sieht die ganze Polizei hier oben links im Eck, ist wieder keine Sau unterwegs. Da ist wieder keine Sau unterwegs. Alle hier in dem Bereich. Alle hier. Hier oben niemand, da unten niemand unterwegs, aber da ist die Autobahnpolizei wenigstens in der Nähe. Unten fährt gerade niemand rum, hier nicht. Nur da haben wir halt die eine Wache. Schon immer interessant. RD, Kreislaufkollaps. Kreislaufkollaps. Rettungswagen rollt. Gut, wir könnten eigentlich theoretisch noch einen Einsatz auslösen. TH0, VU-Sachschaden. VU-Sachschaden mit 1000 Zeugen, okay. VU-Sachschaden heißt nur Polizei, wir haben eh die 1000 Streifenwagen in der Nähe. Da kommen die jetzt von dem Bahnhof, mit dem blau-weißen Fahrzeug. Genau, da kommen sie angefahren. Haben es nicht so weit, die sind direkt da. Die sind jetzt schon vor Ort. Genau. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn die Streife fahren. Dann sind die meistens direkt irgendwie vor Ort. Einer kann befragen, der andere ruft die Abschlepper. Komm, der eine kann da befragen, der andere befragt da. Blaulicht auch aus und an einem Parkplatz, da fährt eh keiner mit 50 Sachen durch. Wobei. Auf dem Parkplatz fahren doch, glaube ich, manche Leute mit 50 durch drüber. Das ist alles schon gesehen. Es sind ja immer so Momente, wo man sich fragt, ob derjenige überhaupt zurechnungsfähig ist. Weil wenn der andere am Ausparken sind, nach hinten hat man nicht immer eine gute Sicht und so weiter, da fährt man nicht so schnell über einen Parkplatz drüber. Ich meine, hier geht's vielleicht, der ist ziemlich groß, die Stelle, aber ich würde es, glaube ich, trotzdem nicht machen. Wenn man rückwärts ausparkt, ist schwierig. So, machen wir weiter mit den Befragungen. Ich vermisse bei meinem Auto manchmal immer noch die Rückfahrkamera. Mein vorheriges Auto hatte ja eine. War eine Stufe kleiner als mein jetziges Auto. Mein jetziges Auto Stufe größer und hat keine Rückfahrkamera mehr. Genauso wie ich manchmal gerne vorne bei der Motorhaube eine Kamera hätte. Hast ja im Kühler bei ein paar Autos, bei großen Autos, dass sie da eine Kamera drin haben mittlerweile, dass du schon mal so um die Ecken gucken kannst, wenn du dich vortastest mit dem Auto, was ich auch eine sehr geile, praktische Sache finde. Sollte eigentlich, finde ich, jedes Auto so haben, weil ab einer gewissen Motorhaubenlänge, da musst du dich halt schon echt an manchen Kreuzungen weit auf die Straße raustasten, bis du überhaupt irgendwas siehst. Wäre auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache, aber habe ich leider auch nicht drin. Aber die Rückfahrkamera vermisse ich manchmal echt. Weil du hast halt im Mondeo, in dem Kombi, hast du, beziehungsweise bei Ford heißt es ja Turnier, hast du halt keine wirkliche Sicht so nach hinten. Also du hast schon eine Sicht nach hinten, aber du siehst halt, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel hinter deinem Auto steht und es unterhalb der Scheibe hinten ist, die ziemlich klein ist. Sie ist außen groß angedeutet, aber von innen der Durchguck ist ziemlich klein. Wenn da wirklich ein kleines Kind oder ein kleiner Mensch dahinter steht, dann kann es schon passieren, dass du den einfach nicht wahrnimmst. Du hast zwar Piepser, aber Piepser haben ja auch öfters mal so Momente, wo sie dann einfach piepsen und nichts ist da. Und du bleibst ja nicht jedes Mal dann stehen, wenn du nichts siehst. Und du dir sicher bist, dahinter ist kein Poller oder so. Dann rollst du ja trotzdem weiter zurück. Es kann dann schon gefährlich werden, sagen wir es mal so. Oder manchmal piepst auch einfach komplett außenrum das Auto, dass du gar nicht mehr weißt, was jetzt gerade alles piepst. Und dann
Ja, natürlich wäre es schön, wenn du dann Rückfahrkameras machst, nochmal so einen Checkblick nach hinten beim Rückwärtsfahren. Und los geht's. Das habe ich beim alten Auto auch immer gemacht. Ich bin meistens mit Spiegel rückwärts gefahren. Ich habe aber, bevor ich rückwärts gesetzt bin, habe ich meistens erstmal in die Kamera reingeguckt. Und dann halt Spiegel rechts, links. Den Spiegel in der Mitte quasi, meistens dann nochmal in die Rückfahrkamera geguckt, weil da hast du einfach dann mehr gesehen. Das ist eigentlich sowas, das sollte in jedem Auto Pflicht sein oder in jedem großen Auto, wo du nicht wirklich eine Rundumsicht hast. Würde ich auf jeden Fall. Das wäre so eine Sache, die wäre ganz cool als Pflichtsache für jedes Auto. Aber dann wird natürlich der Preis wieder steigen. Das ist natürlich auch mal so eine Sache. Genauso wie gesagt die Kamera vorne. Kamera vorne wäre auch eine mega geile Sache. Habe ich schon bei ein paar Autos gesehen. Ich finde es einfach eine mega gute Sache wirklich, weil gerade auch der Mondeo, den ich habe, der hat eine riesen lange Schnauze nach vorne. Und manchmal musst du dann ganz schön weit halt wirklich auf andere Straßen rausfahren oder auf Kreuzungen dich raustasten, weil du einfach nicht siehst. Und bis du dann was siehst, stehst du schon halb über die Straße drüber quasi und könntest eigentlich sowieso fahren. Also da wäre manchmal so eine Kamera vorne echt angenehm. So, Kreislaufkollaps. Habe ich komplett vergessen, dass wir den haben. Ganz bei dem Unfall hier mit dabei gewesen. Was ich aber keine gute Sache finde, obwohl ich ein Auto habe, wo keine gute Rundumsicht habe, sind die Spiegelwarner, wenn tote Winkelwarner. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißen. Einerseits sage ich, ja, geile Sache. Andererseits finde ich, das fördert einfach nur die Faulheit von den Menschen, sich rumzudrehen. Und du siehst ja, wenn du rumdrehst, mehr als dich auf so ein technisches Ding zu verlassen. Ist meine Meinung dazu. Als Ergänzung vielleicht ganz nett, wenn man trotzdem den Schulterblick macht, aber viele verlassen sich halt dann auf diese Dinger da und dann, ich meine, die zeigen ja auch nur eine gewisse Reichweite an, ob jetzt jemand neben dir ist oder nicht. Und viele verlassen sich dann einfach da draußen, ziehen dann raus und du kommst mit 200 Sachen auf der linken Spur hinterher gepetzt, ja, und der zieht dann vor dir raus, weil das System das noch nicht erkannt hat, was du vielleicht mit dem Schulterblick oder Spiegelblick gesehen hättest. Es gibt viele, viele Sachen, finde ich, so bei den Weiterentwicklungen von den Autos, wo man sich denkt, ja, ganz nett. Und dann gibt es aber auch viele Sachen, wo man sich denkt, ja, macht die Menschheit doch noch fauler. Es ist genauso, mein Auto kann auch theoretisch alleine einparken. Ja, also an der Straße so seitlich einparken kann das automatisch und halt auf normale Parkplätze so reinfahren kann das automatisch. Habe ich aber noch nie benutzt. Ich habe einmal ausprobiert, ob es funktioniert. Bei meinem alten Auto, das konnte es auch schon. Und bei dem habe ich es auch einmal ausprobiert, ob es funktioniert. Ich finde es aber so gruselig, dass ich das nicht machen lasse. Weil ich einfach der Meinung bin, auch bei riesengroßen Parklücken schlägt das Auto dann so eng ein, dass ich denke, ich kratze fast an dem anderen Auto, obwohl eigentlich so viel Platz ist. Da fahre ich lieber in einem Zug selber da rein. Nein. Ganz ehrlich. Oh, Sturmschaden auf der Autobahn. Ja, krass. Oh, da liegt ja wirklich alles hier. Oh, und sogar ein Auto da eingeschlossen. Ach du Kacke. Ach du Kacke, jetzt haben wir doch mal einen Einsatz für den Rüstwagen, oder? Schön. Rüstwagen. Wir brauchen aber auch auf jeden Fall die Polizei. Autobahnpolizei, MTW, Streifenwagen. Wir machen hier komplett Vollsperrung. Hier ist komplett Autobahnchaos. Vollsperrung. Vollsperrung. Alles dicht. So, wir haben einmal die Feuerwehr hier. Wir bräuchten die, aber auf jeden Fall hier noch mehr Feuerwehr. Habe ich noch einen Rüstwagen? Ich habe noch einen. Cool. Habe ich noch einen? Rüstwagen? Ich habe noch einen. Ah, GB Tech. Ja, klar. Okay, wir müssten natürlich auch die andere Spur freiräumen. Da ist aber auch nicht wirklich Platz für die Polizei. Stell mich einfach mal so hin. Ja, dann tun wir einfach mal die Autobahn wieder leer räumen. Das sieht ja aus wie bei uns letztens, nach dem Unwetter. Nee. Bei uns sind viele, viele Bäume im Wald umgekippt und viele Bäume halt bei Waldwegen. Viele Waldwege waren zu. Nach dem Unwetter, wo unser Keller vollgelaufen ist. Ich mag die Einsatzart aber total, muss ich zugeben. Da haben sich zwei Autos lieb. Weiß nicht, ob wir da eingreifen wollen. Ich glaube ja. Komm, machen wir. Funktion. Remove. Okay, hat sich schon selber geklärt, so wie es aussieht. Alles klar. Wir haben hier noch ein Fahrzeug rumstehen. Ach stimmt, wir hatten hier den Feldbrand. Ups, steht die da beim Sturm rum?
Oh, die Feuerwehr, die Polizei ist schon da, meine ich natürlich. Wir machen hier Vollsperrung, deswegen habe ich die hier hingeschickt. Ja, jetzt ist die Schilderbrücke komplett gesperrt. Da kommt auch schon die Feuerwehr angefahren. Hier machen wir das X rein. X. Machen wir auch X. Ganz viele Xe. Und dann ist schon mal der erste Rüstwagen hier vor Ort. Sehr cool. Stimmt, wir brauchen ja auch noch Rettungswagen und NEF. Jetzt kann man überlegen, sind die... Ich denke mal von der Werkfeuerwehr, der NAW ist vielleicht auch sehr schnell hier. Den schicken wir einfach mal los. Will ich ja auch öfters mal einbinden. Kann sein, dass wir hier noch einen HLF brauchen, wegen der Sichtung von dem Gruppenführer. Ich schicke nochmal eins los. Aber zuerst würde ich den Baum jetzt mal weghauen. Bevor wir uns um die anderen Sachen kümmern. Okay, Polizei ist hier auch schon vor Ort. Ist halt wirklich kein Platz, um da irgendwas Gescheites aufzustellen, geschweige denn die Autobahn dicht zu machen. Wir können die dann ab da hinten dicht machen. Ich würde jetzt, glaube ich, schon mal vorfahren und da die Spur dicht machen wegen dem einen Baum. So, dann sägt mal hier ein bisschen was weg. Ich mach mal den Einsatzstopp rein. Ich denke mal, wenn wir den Einsatz durch haben, haben wir eine gute Folgenlänge. Wir sind jetzt bei 31 Minuten ungefähr. Und haben wir noch ein bisschen was vor uns. So, hier einmal umstellen. Da schalten wir gerade auch mal, ups, da schalten wir gerade auch mal auf Vollsperrung. XXX, Staugefahr. Ist nicht nur Staugefahr, wird sich jetzt auf jeden Fall stauen. Und die suchen noch einen Weg an den Bäumen vorbei, alles klar. Kann auch sein, dass die jetzt gar nicht dahin kommen, weil hier so viele Bäume liegen. Aber ich denke mal, genau, die werden sich schon irgendwie durchschlängeln. Gut, also der Baum ist weg. Ne, wir können direkt rausschneiden. Dann brauchen wir das Fahrzeug hier nicht mehr. Alles gut, ihr könnt wieder zurück. Hat sich erledigt, danke. Feierabend. Und Rückwärtsgang wieder rein, Tor geht wieder auf. Tschüss. Wir haben genug Einheiten hier. Auf jeden Fall. So, ich würde jetzt schon mal hier wieder ins Fahrzeug einsteigen mit ihm. Und dann mal einen Meter weiterfahren. Genau, hier ist Vollsperrung. So, verletzte Person ist draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele verletzte Personen da drin sind. Hoffentlich nur eine. Dann fahren wir nämlich langsam mal vor zum nächsten Baum. Wir haben ja noch ein weiteres Fahrzeug, einen weiteren Rüstwagen. Kettensäge raus. Und genau. Gucken wir doch gerade nochmal hier. Da ist noch eine Person drin. Okay, weiterer Rettungswagen kommt. Doch schlimmer als erwartet. Aber er kann ja schon mal vorfahren. In der Realität nicht. Ist ja mit dem Fahrzeug verbunden. Aber hier funktioniert es. Also machen wir es. Aber andererseits wäre es jetzt auch mal eine coole... Momentaufnahme. Oh, Blauwand. Da habe ich gerade gedacht, ja, cooles Bild vielleicht. Feuerfahrzeug hinter dem Baum und so weiter. Dann haben wir da die Blauwand gerade in dem Weg. Ja, schade. Nee, nee. Wird nicht so cool wie erhofft. Also lassen wir das einfach. Machen wir weiter. Nächste Person ist befreit. War es das oder sind da noch mehr drin? Ich glaube, das war's. Gut. Dann ab zum Fahrzeug. Kollege schneidet schon mal den nächsten Baum weg. Hier wird auch schon fleißig weggeschnitten. Und wir müssen natürlich hier auf der Seite auch mal anfangen. Das GB Tech kämpft gerade gegen ein anderes Fahrzeug. Heckwanne machen wir an. Wir haben die Polizei jetzt aktuell nicht hier. Die steht weiter hier vorne mit der Vollsperrung. Abschlepper brauchen wir auch noch. Ich schicke einfach mal irgendeinen los. Den roten. Ah, wir haben NRWs da. Und theoretisch könnte sich einer von den Sunnis gleich auch um die andere Person kümmern. Falls wir noch eine Rettungstasche haben. Haben wir? Gut. Dann kümmert sich der Notarzt um die eine Person und der andere um die andere Person. Klingt logisch. So, die sind hier auch fertig. Also wieder einsteigen. Die Kamerasteuerung ist hier oben immer so ein bisschen schwierig, weil man hat so enorme Höhenunterschiede.
Die haben hier noch ein Bäumchen. Arbeiten wir uns doch hier wunderbar nach vorne. Der andere Baum ist auch schon mal weg. Ich würde die jetzt hier schon mal zurückschicken. Die haben den Job erfüllt. Hier ist der andere Rettungswagen da. Die können eine Person mitnehmen. Gebrochener Arm. Was haben wir hier? Innere Blutung. Okay, innere Blutung nimmt auf jeden Fall der NRW mit. Und ansonsten, ja, das sieht hier gut aus. Der Kollege kann ja gerade mal weiterrennen, während die anderen hier zusammenpacken. Ist der gerade hier durch die Vollsperrung durchgefahren? Auf dem Polizeifahrzeug steht Vollsperrung hier oben, alles rot geixt. Und der fährt einfach weiter. So, für die ist auch Feierabend. Nur noch die Leute vom GW-Tech sind hier unterwegs. So, die fahren ab. Okay. Die sind auch fertig, dann gehen wir hier wieder frei. Genau. Die schicken wir zurück, ist nämlich Autobahnpolizei. Die brauche ich immer auf der Wache, da sind sie immer am besten eigentlich abrufbar. Ihr könnt weg, die nehmen die Person auf. Was sagt der Abschlepper? Abschlepper ist noch auf dem Weg. Ist aber auch schon bald da. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine weiteren Sturmschäden mehr. Wir könnten hier aber theoretisch auch schon mal gleich die eine Spur freigeben, eine Umleitung erstellen. Aber nee, komm, warten wir einfach nochmal kurz. So lange dauert es nicht mehr. Der Abschlepper ist schon gleich da. Die Rettungsdienstleute sind auch gleich fertig. Somit passt das alles. Der Stau ist nicht ganz so groß. Es sind drei ganze Fahrzeuge, die jetzt hier gerade sich aufgestaut haben. Genau, so, die haben die Person aufgenommen, so schnell wie möglich ab ins Krankenhaus mit denen und dann ist nur noch das Fahrzeug da, was abgeschleppt werden muss. Und der Abschlepper ist auch schon in der Nähe gewesen, glaube ich, aber jetzt sehe ich ihn doch nicht mehr. Doch, hier oben, da ist er. Fährt jetzt gleich auf die Autobahn hier auf, dann ist er eigentlich schon da, wenn er sich hier durchquetschen kann. So, gute Fahrt euch. So, die sind weg. Rammen noch mal kurz das Fahrzeug von der Fahrbahn und dann ist da gut. Wo bleibt der Abschlepper? Habe ich den gerade übersehen oder wo ist der lang gefahren? Keine Ahnung. Der Schwientek. Schwientek Bergungsdienst ist vor Ort. Gut. Start klar. Falls er irgendwann einen Weg findet. Jedenfalls weggeschickt habe ich ihn eigentlich schon. Hier können wir jetzt wieder freigeben. Die können auch wieder wegfahren. Fahrbahn ist wieder freigegeben laut Schilderbrücke. Er macht sich auch auf den Weg. Feuerwehr ist weg. Somit haben wir alles abgeschlossen. Patienten kommen gerade im Krankenhaus an. Kann man gerade auch nochmal einblenden, wie wir hier ankommen. Und ja. Ansonsten sind wir damit durch? Würde ich sagen, kommen wir langsam ans Ende der Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu unter Social Media in der Videobeschreibung. Gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Und gerne auch die Videos teilen, damit YouTube noch so ein bisschen mehr den Algorithmus anpasst und meine Videos ein bisschen mehr vorschlägt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.